Seite kommt German Rules heran, ging hinein, gelbe Fahne ging nach oben und Boxen sind auf für das Kronimos-Rennen an der 1200-Meter-Marke. Mr. Pomeroy ist ein wenig hinter den anderen Kandidaten abgesprungen, das Feld formiert sich. Dort hat German Rules gleich den besten Start, auch Sanoeva ist gut auf die Beine gekommen. Dahinter sehen wir Kito Fun, der innere Flügel mit Charin, mit Sugar Love. Dahinter Oriental Magic vor Mr. Pomeroy, dann Susie's Connoisseur und Andrina. So ging es am Boxendorf bereits vorbei, knappe 750 Meter sind das noch. Kito Fun führt vor an der Innenseite davon auch Sanoeva, dahinter sehen wir Charin. Ganz an der Innenseite ist es Oriental Magic. Vor Sugar Love, Susie's Connoisseur, Mr. Pomeroy. Dahinter ist es Andrina und am Ende des Feldes German Rules. So ist die Zielgerade in diesem Moment erreicht. 450 Meter sind das noch. Oxanueva geht nach vorne. Oxanueva mit Kito Fun, der versucht sich zu wehren. Dahinter Susie's Connoisseur greift an der Innenseite Sugar Love, dann Oriental Magic und Mr. Pomeroy. Vorne an der Innenseite Oxanueva. Aber jetzt kommt Susie's Connoisseur. An der Außenseite Susie's Connoisseur und Joritz Mendy dabei. Die gehen nach vorne. Susie's Connoisseur. An der Innenseite Sugar Love wird noch schnell. Susie's Connoisseur vor Sugar Love. Oxanueva, Susie's Connoisseur entführt den Sieg nach England. Susie's Connoisseur gegen Sugar Love und dann Oxanueva vor vielleicht Kito Fun. Der vorläufige Einlauf für das dritte Rennen des Tages, Kronimos-Rennen über 1200 Meter. Es gewannen die drei, Susie's Connoisseur und Joritz Mendizabal. Zweites Pferd war die 9, Sugar Love mit Andra Stark und auf Platz 3 war es die 6, Oxanueva mit Fabrice Véran. Vorläufig heißt das 3, 9 und dann die 6. So, und hier auf Zielhöhe kommt er zurück, der Sieger im dritten Rennen des Tages im Kronimos-Rennen. Es gewann der zweijährige Art-Connoisseur-Sohn Susie's Connoisseur. Im Besitz von Greenstead Hall Racing, Mark Johnston in England ist der Trainer. Und zum Sieg gesteuert wurde Susie's Connoisseur von unserem französischen Gastjockey von Joritz Mendizabal. Ja, Susie's Connoisseur war in England schon sehr häufig am Ablauf, 6 Mal, lief noch in der vergangenen Woche dort in York beim Ebor-Meeting und belegte dort den 7. Platz. Das war aber ein sehr schweres Rennen und die Form konnte sich dennoch sehen lassen. Und heute gibt es also hier den Sieg in einem Listenrennen und das sah schon gut aus, wie Susie's Connoisseur hier gewonnen hat. Das ist nochmal ihr Applaus für Susie's Connoisseur und für...